Ich begrüße euch zu einer neuen Baustelle beim Haus am See. Wir sind jetzt hier im Wohnwagen und den Wohnwagen haben wir vor einem Jahr gekauft. Wussten, dass es eine relativ große Baustelle ist. Er ist aber primär auch nicht dafür gedacht, dass man hier drin jetzt ewig die Urlaube verbringt, sondern eigentlich ist es ein Lager und soll die Möglichkeit bieten, dass man auch, wenn mal Not am Mann ist, dass man noch mal extra Schlafplatz hat. Hier war ursprünglich die Sitzecke, an die man zum Bett umfunktionieren kann, also die Hecksitzecke, die Hecksitzgruppe. Und wie man sieht, ist hier alles komplett weggefault. Und zwar hier oben bei dem Fensterrahmen, der hier oben angeschlagen ist, da ist die Dichtung kaputt. Da lief jetzt über Jahre hinweg das Wasser rein und hier ist überall das Holz morsch geworden. Als zweckerfüllende Reparatur habe ich mir jetzt gedacht, ich laminiere das zu. Ich habe hier auch schon mal GFK und habe das Ganze jetzt schon mal quasi vorgepinselt mit Polyesterharz. Das Ganze schon mal ein bisschen geprimert und da kommt jetzt eben ein paar Lagen Glasfaserfließ drauf. Ich laminiere nicht zum ersten Mal, aber ich glaube, das letzte Mal, dass ich laminiert habe, war an meinem Corrado und das ist 12 oder 13 Jahre her. Also seht es mir nach, wenn ich hier Fehler mache. So, wir sehen also, wir haben hier Platz. Also grundsätzlich ist ja das eigentliche Grundgestell schon ausgebaut, das habe ich gestern schon gemacht. Und jetzt geht es halt daran, dass wir uns die Matten zurechtschneiden. Und das wird dann nehme ich die noch mit. Die ist eigentlich noch gut. Das wird dann hier in dem Bereich, wird das alles nach unten hin zu laminiert. Und dann müssen wir uns außen ans Abdichten machen. Also, wie geht man dann vor mit dem Vlies? Man soll ja nicht gerade Kanten nehmen. Manchmal lässt sich es nicht vermeiden. Also ich habe das früher immer so gemacht. Ich habe immer mit geraden Kanten laminiert. Aber über die Jahre hinweg hat man gelernt, dass das nicht so der Reißer ist. Oh. So. Deswegen rupft man die Dinger sich immer ein bisschen zurecht. So, wir nehmen gleich. Nee, das machen wir nicht. Reißt sich hier so grob die Größe, die man braucht. Also ich schneide das jetzt einmal an und reiße das dann einmal in die Größe, die ich brauche, so in etwa. Damit sich die Fasern später mit dem Polyesterharz gut verbinden und das eine schöne Fläche wird. Wie gesagt, so fein geht es dann gar erstmal nicht. Es ist nur grob, dass man grob in etwa die Größe von den Patches hat, die man dann verlaminiert. Dann brauchen wir jetzt eine ganze Menge. Ich kann zwar immer nur 300 Milliliter Gebinde anrühren, aber da geht trotzdem immer relativ viel rein. Wenn man hier nämlich bei der Vorbereitung nicht akkurat arbeitet, dann steht man nachher da. Hat keine Matte mehr und noch Vlies übrig und das wird ja dann relativ schnell hart. Je nachdem, wie man das anmischt, ob kurz oder lang, aber viel Zeit zum Rumpopeln hat man dann nicht mehr und dann wird das schlecht und das wollen wir ja nicht. Genau, so, das dürfte jetzt erstmal reichen. So, dann legen wir jetzt den Pinsel organisieren und das Polyesterharz anmischen. Pinsel, Becher, Gemisch. Ups. Davor. Sehr schön. So. Dann können wir das hier schön.
schön einpinseln. Oh, schön nass. Überall da, wo die Matten hinkommen. So schön mit dem Polyesterharz getränkt und einlaminiert. Jetzt erstmal ein bisschen an. Diesel auswaschen, neues anmischen gehen. Kurz was in eigener Sache. Ihr würdet mir sehr helfen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Videos liked. Und jetzt geht's weiter im Programm. So Leute, wie ihr seht, die Reparatur war relativ erfolgreich. Ich wollte eigentlich euch zum Zusammenbau von der ganzen Unterkonstruktion mit teilhaben lassen. Hat leider nicht funktioniert, weil die Kamera wollte nicht. Aus Hitzegründen. Die Kamera hat noch nicht mal mehr eine Aufnahme gestartet. Das Telefon ist quasi in so einem Schutzmodus gegangen und hat gesagt, Temperatur zu warm. Und ja, da ich aber allerdings nicht mehr lange warten konnte mit dem Zusammenbauen, musste ich es jetzt leider so machen. Ihr seht jetzt das Resultat, das ist alles wieder zusammengesteckt. Das ist soweit alles wieder da, wo es hingehört. Die Wände sind wieder fest und von außen habe ich ja die ganzen Nahtstellen, also wo die ganzen Kederschienen und alles dran sind, das habe ich alles neu abgedichtet. Also von außen kann jetzt nichts mehr rein und von innen kann es nicht weiterfaulen, weil alles versiegelt ist.
Von dem her bin ich mit dem Resultat ganz zufrieden. Und wie gesagt, zur Not hat man jetzt hier eben noch eine Schlafmöglichkeit. Die Polster kommen jetzt, so wie sie jetzt drin sind, eigentlich raus. Hier kommt jetzt eine 140er Doppelmatratze drauf. Ob mit oder ohne Lattenrost, wissen wir noch nicht genau. Dementsprechend müssen wir dann die Unterkonstruktion nochmal umbauen, wenn man Lattenrost benutzt. Wenn man nur eine Matratze drauflegt, würde es so funktionieren. Aber wenn wir da nochmal rangehen, dann seid ihr auf jeden Fall wieder mit von der Partie. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!